als der Prophet sallam jemanden beten gesehen hat, so hat dieser Mann gepickt wie ein Huhn. Was hat der Prophet sallam ihm gesagt? Irja fasalli fa innaka lam tusalli. Geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Schaut mal im Arabischen, denn du hast nicht gebetet. Hat er gebetet? Er hat gebetet, aber hat er richtig gebetet? Okay, und so ist das auch. Er hat nie was Gutes getan, bedeutet nicht viel. Aber er hat was getan. Er hat La ilaha illallah richtig verinnerlicht, was bei vielen Leuten schon mal problematisch ist. Und noch mehr. Er hat einige Taten gehabt. Denn derjenige, der nur La ilaha illallah sagt und mit dem Islam nichts zu tun hat, das ist ein problematischer Mensch. Das ist nicht das, was unsere Religion will. Denn die Übersetzung mit den Taten ist dein wahrer Glaube. Damit beweist du Allah, dass du La ilaha illallah verstanden hast. Aber wenn du nichts tust, dann ist das problematisch. Ya dhakir al-ashab, kum mutaaddiba.